Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Wir haben ein neues Update bekommen. Und ich sehe ja schon die erste Änderung. Die Signale da, 299 Meter, die sehen schon mal anders aus. Ach, jetzt kriegen wir hier, ja, die sehen alle anders aus. Basis, die Boje, Lifepod. Okay, und es soll wohl etwas besser laufen. Ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl, dass die Grafik irgendwie ein bisschen anders aussieht. Das Lichtverhältnis ist auf jeden Fall... Okay, die Fenster haben immer schon so komisch gemacht in letzter Zeit, dass sie so grau werden. Ich habe momentan... Es kann natürlich sein, dass es mir jetzt eher erstmal schlechter vorkommt, weil ich jetzt teilweise hier in der Basis 30 FPS habe und dann, wenn es aber kurz mal doch wieder abfällt, der Unterschied größer ist. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Und ja, das Update heißt Castle, Lava Castle and Coffee oder so. Ich habe mich nicht so intensiv informiert, weil ich mich ja immer überraschen lassen möchte eigentlich, was es so Neues gibt. Also irgendwie, man kann Kaffee machen und wir hatten ja auch die Kaffeemaschine schon gefunden. Und es gibt eine Alien-Struktur, die irgendwie auch, wo es wo Lava gibt, irgendwie. Das sehen wir dann bestimmt vielleicht hoffentlich auch alles noch. Und ich gucke erstmal hier rein. Wir können jetzt eifrig bauen und dekorieren. Ich muss auf jeden Fall einige Batterien aufladen. Wir können die Seemotte noch machen. Signalmanager. Ach, das ist ja richtig gut. Das finde ich geil. Momentan habe ich die Rettungskapsel 3 ausgerüstet. Da waren wir dann wohl, glaube ich, auch noch nicht. Und ich kann das hier einfach deaktivieren. Also das ist unsere Rettungskapsel und das ist, kann ich sogar die Farbe ändern. Ach cool. Ich mache das mal grau, weil das brauche ich nicht so zum Anvisieren nicht immer. Ich brauche eher das hier. Rot wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder mal grün, weil das ist Basis, das ist Heimat, das ist grün, das ist positiv. Und das lasse ich neutral blau. Schöne Idee. Okay, ich werde erstmal, trinken. Ich nehme, glaube ich, so eine Frucht vom Baum. Ich soll da irgendwas scannen. Ja, ich habe den noch nicht gescannt. So. Marmormelonen. Achso, mein Inventar ist voll shit. Ja, gut. Ich lege erstmal Sachen ab. Organisch pflanzen. Ich überlege gerade, ob ich das Essen vielleicht in organisch reinlege. Oder sonstiges. Ja, machen wir mal sonstiges. Da ist der Kaffeeautomat. Irgendwo muss ich ihn hinstellen. Ich weiß noch nicht wo. Das da erstmal rein. Solange es wir nicht brauchen. Den Feuerlöscher rein. Die Geräte rein. Skrupenenergie-Dingens rein, Druckkompensator rein. Dann müsste ich eigentlich mal ein... Ich habe Betten gescannt, ein Schlafzimmer bauen. Batterien tauschen. Wir haben eine geladene. Dann 100%, 100%, 100%, 100%, 0%, 0%. 100, wow, wir haben richtig viele Batterien. Bisschen übertrieben viele gerade. Dann kommt die da rein. Ja. Und schon ist alles voll. Da kommt der Rest hier rein eben. 2 behalte ich einfach mal so im Inventar. Habitatbauer. Titan. Oh, ich sehe nichts. Moment. Bug gibt es öfter mal, wenn man versucht, Schränke zu öffnen, zu weit weg steht. Titan, Quarz, Glas. Habe ich alles noch? Das ist schön.
Dann baue ich nämlich noch einen Mehrzweckraum an. Ich muss nur gerade mal überlegen, wo ich den bauen will. Mache ich den hier direkt dran? Das war, glaube ich, eigentlich auch so geplant. Ups. Du magst nicht. Warum? Was stört denn jetzt hier? Ich meine, das geht da ein bisschen in den Felsen rein. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Das baut es ja normalerweise drüber. Ist das zu nah am Außenbeetkasten oder sowas? Warum passt das nicht? Das ist jetzt seltsam. Ich kann gar nicht einschätzen, was das Problem ist. Das ist doch der Berg da. Diese hier. Ich da jetzt noch so ein Fundament hinsetze. Ne? Das geht auch nicht. Normalerweise kann man das einfach reinbauen. Ist das jetzt neu, dass man das nicht kann, dass man erstmal einen Terraformer ran muss? Das fände ich jetzt nicht ganz so gut, weil ich mag auch den Terraformer überhaupt nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch gar keinen, oder? In diesem Spielstand. Nee. Da habe ich ja auch gar keinen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Dass man jetzt so noch mehr eingeschränkt ist irgendwie mit dem Bauen. Das finde ich jetzt irgendwie ungeil. Dass ich da halt auf jeden Fall irgendwie den Terraformer brauche. Ich meine, ich kann es auch hier dran setzen. Ich platziere das gerade mal kurz, um mir das anzuschauen. So wollte ich es aber eigentlich halt nicht machen. Aber ich muss es halt einfach jetzt erstmal so machen. Kracher explodiert. Es geht da hinten wieder ab. Oh, und wo gerade die ganzen Fische rumschwimmen, nehme ich mal ein bisschen was mit zum Essen. Und dann... kann ich im Prinzip da auch eine Verstärkung hinbauen. Andererseits... vielleicht kann ich hier doch noch irgendwann irgendwas hinsetzen, wenn ich einen Terraformer habe. Aber ich glaube, Verstärkung brauchen wir so oder so. Was sollte ich hier eigentlich machen? Hatte ich schon einen Plan für diesen Raum, außer Aquarium? Ich glaube noch nicht. So, dann... Verstärkung. Ein Fenster. Und ich würde auch gern hier raus noch irgendwo ein Fenster machen. Da habe ich aber kein Glas für. Dann haben wir hier ganz viele neue Sachen. Wo ich natürlich jetzt Titan für brauche. Ich könnte auch hier in dem Gang noch Fenster machen, oder? Kann man das?
Ich will Fenster. Ich will ganz viele Fenster. Ich gucke halt viel lieber raus, als hier so eingeengt in diesen Röhren zu sein. Ja, jetzt klappt das wieder nicht. Titan. Er fehlt ein bisschen Quarz. Ich glaube, hier kann ich eigentlich so eine Bank hinstellen und so Sachen machen. Einfach ein bisschen dekorieren. Okay. Können wir gucken, was da so rumschwimmt. Noch nicht so viel. Also noch ein Fenster hätte ich gerne. Und dann ein Bett. Wunderschön. Wandregal, grüne Wand, Stuhl, eine Bank. Ich kann auf jeden Fall mal das Poster wieder aufhängen, so wie das beim letzten Mal auch war. Ich fand das sehr passend. Das kommt hier hin. Fand ich sehr süß. Genau, dann noch Grünzeug eigentlich hier rein. Das wäre schön. Pflanzentopf. Muss ich natürlich auch erstmal wieder Pflanzen holen, beziehungsweise ich kann ja meine abbauen. Haben wir vielleicht da noch einen? Ich kann eigentlich auch hier einen Schreibtisch vielleicht hinstellen. Das hat so ein bisschen Arbeits- und Schlafzimmer, aber das macht ja nichts. Ich markiere mir das schon mal. Ich habe gerade kein Titan, aber das wird noch. Dann wäre natürlich, wenn ich hier auch Glas hätte, auch schön. Was will ich denn für eine Pflanze in meinem Zimmer? Eigentlich eine schöne, hätte ich gerne. Hätte ich noch einen Farn? Ich glaube, ich muss nochmal auf diese andere Insel. Da gab es nämlich noch eine andere Pflanze, die auch ganz schön ist. Und ich muss jetzt auf jeden Fall Titan und Quarz wieder sammeln. Vorher aber mal was kochen. Mal wieder ein frischer Fisch statt einem gepökelten. Yum yum, das hat es jetzt vollgebracht. Boomerang, den kann ich auch noch kochen. Ja, das hat es jetzt echt nicht gebracht. War der schon schlecht oder so? Wie viel bringt der dann? 21. Besser. Viel besser. Ich kann eigentlich auch mal zu dieser Kapsel, die ist noch nicht so weit. Ich meine, Segleiter, ja. Und auf dem Weg dorthin ein bisschen gucken, dass ich Titan und Quarz finde. Und Salz geht natürlich auch immer. Pirscherzähne liegen hier zahlreich rum. Kann ich euch ignorieren? Oh Gott, 12 FPS, 8. Also bei mir läuft's, wenn es lädt, immer noch nicht gut, aber es kann sein, dass es ein bisschen besser ist zwischendurch. Oder für die Leute, die total Probleme hatten, dass es gar nicht ging. Ich muss auch demnächst nochmal in meine Einstellung gucken. Das wollte ich jetzt aber nicht während der Aufnahme machen. Cool.
Also wenn ich hier so mit dem Segleiter rumfahre, ist auf jeden Fall bei mir immer noch auf 10 FPS. Ist leider noch nicht ganz so gut. Aber das sind wir ja gewohnt. Oh Gott, eine riesen Herde von euch. Das hier und das hier und noch mehr Quarz. Na, noch mehr Quarz. Blasenfisch für mein Aquarium? Mein Inventar ist voll. Nein. Na gut. Muss ich das ein anderes Mal holen? Ich hoffe da... ja gut, PDAs kann ich aufnehmen, glaube ich, trotzdem. Ich gucke mal, was wir hier haben. Ah, wir haben einen Pirscher, das haben wir hier. Toll. Mistkerl. Gut, dass ich erste Hilfe dabei habe. Dann ist auch gleich wieder ein Inventarplatz frei. Also ja, da liegt ein PDA und ein Fragment. Das scanne ich, nämlich Titan. Das... Hä? Achso, es gibt, gibt zwei und ich kann nur eins aufnehmen. So, PDA. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe. Könnte ich eigentlich irgendwas rauswerfen? Salz, Titan, Batterie. Wieso habe ich noch... Ach, ich habe dieses blöde Energie... Impulsquelle gerade noch drin. Das brauche ich gar nicht. Das wäre jetzt blöd. Könnte ich das Titan noch mitnehmen? Ja, ich war nicht doof. Naja. Ich schwimme zurück und dann... Wie ich trotzdem immer die Rettungskapsel ansteuere. Wahrscheinlich, weil die so niedlich aussieht, als hätte sie zwei Augen. Obwohl ich ja so Basis will. Sieht halt jetzt sehr langgezogen aus hier. Das finde ich halt schade. Aber ich kann ja hier dann noch anbauen. Weil das sollte ja auf jeden Fall klappen. Soll ich vielleicht auch noch einen Eingang da hinten irgendwo hinpappen? Ich kann natürlich hier noch einen zweiten Eingang machen. Steht da irgendwie dann im Weg? Damit ich hier nicht so ganz außen rum muss. Oder... Eigentlich wäre es halt auf der Seite auch sinnvoll, irgendwie noch... irgendwo reinzukommen. Geht voll weit runter jetzt, das Ding. Habe ich meinen Habitatbauer dabei? Dass ich mir das irgendwie schon mal nuke... dahin. Welcome aboard, Captain. Und Titan. Das wird schon mit dieser Basis. Wir passen uns dem an. Ach, ohne Terraformer. So, noch eine Luke. Haben wir hier noch so ein bisschen Durchgangsraum, den wir später weiter dekorieren. Und das Schlafzimmer, in dem... ein Fisch schwimmt. Er verzieht sich bestimmt auch wieder.
Nein, es reicht nicht. Dann hätte ich gerne einen Stuhl. Ich finde den schöner als Schreibtischstuhl. Da muss ich mich aber drehen. So. Was mir wieder alles fehlt. Was brauche ich denn noch für den Stuhl? Ist doch nur Titan. Wie, oh, ach so. Das war jetzt wieder Energie. Das Problem hatte ich schon mal. Dachte, ich habe nicht genug Material, aber es war nur das Energiedingens. Also auch beim Fenster. Okay, das ist jetzt nicht die schönste Aussicht, zumindest solange es dunkel ist. Kann ich... Ich könnte doch dann da hinten dran eine Verstärkung machen. Ich hoffe, dass... Nein, das Poster verschwindet dann. Ach, das ist ja doof. Ah, das ist doof. Die sind halt echt nicht schön, diese Verstärkung. Man müsste da irgendwas drüber machen können. So. Ich könnte da... Wie sieht das denn... Hä? Okay. Sieht das was nach was aus? Ich überlege gerade, ob ich hier wieder so einen größeren Kasten hinsetze. Damit wir hier richtig viel schön viel Grünzeug hier haben. Ups. Ich habe das Spiel verbuggt. Das ist dann unsere kleine Oase hier. Fallen dann diese hässlichen Dinger nicht so auf, wenn ich da jetzt große Pflanzen reinpacke. Ich glaube, das geht. Das Stofftier. Das können wir hier irgendwo draufsetzen. Die Mütze. Ich muss mal gucken, ob die geht. Die da nebendran irgendwie. Also im Bett verschwindet sie, das hatte ich schon mal ausprobiert, aber hier oben geht's. Sieht das gleich so ein bisschen wohnlicher aus. Dann holen wir doch mal ein Knollenbaum-Ding. Kann ich dich eigentlich. Krieg ich, glaube ich. Ja, den Kartoffeln kriegt man, glaube ich, keine Samen irgendwie. Kriege ich von dir was? Von dir kriege ich auch was. Melonen habe ich zahlreich. Apropos Melonen, ich esse mal eine. Achso, passt gerade nicht ins Inventar. Erst leeren, dann essen. Ja, ich muss unbedingt nochmal auf die Insel. So ein bisschen... Orangenpilz. Jetzt habe ich dreimal den Orangenpilz gemacht. Statt den... Ach, ich wollte das andere Ding. Den Knollenbaum. Den hätte ich gern. Ups. So. Das Ding setze ich, glaube ich, auch nochmal hinten rein am Fenster. Da ist noch ein bisschen was frei, da kommen ein paar kleinere Pflanzen dazu. Da kann ich vielleicht auch kleinere Pflanzen noch. Das ist jetzt doof. Manchmal würde ich das echt gerne selbst anordnen können, damit der Knollenbaum hinten sitzt und der Farn vorne. Naja, gut. Kann man nichts machen. Ich da mal noch so einen Pilz rein. Setze ich da mal noch so ein... Nein. Die
wieder auffüllen. So. Dann, was wollte ich jetzt machen? Ich muss das Ding noch loswerden. Jetzt habe ich die eigentlich nicht da draußen eingepflanzt. Hatte, war das kein Platz mehr? Könnte sein. Dann das Signal da rein. Was mache ich denn mit dem Kaffeeautomat? Also ich baue, glaube ich, wieder so eine Art Kantine und da würde ich dann auch den Kaffeeautomaten einsetzen. Das heißt, wenn das hier so ein bisschen Durchgangsraum bleibt, muss ich mal gucken, in welche Richtung ich die Kantine mache. Und dafür brauche ich noch was Schönes. So, fast wieder eine halbe Stunde mit Dekorieren, Einrichten, Umbauen verwendet, aber das, so muss das sein. Ich möchte eine schöne Basis. Dann schwimme ich gerade nochmal zurück. Das auf die 5 legen. Gucken, ob das Titan noch da ist. Auch noch mitnehmen. Ja, einmal da rum und das hier schnappen. Wunderbar, dann kann ich das Signal gerade mal wieder rauslösen, damit ich das in den Schrank packe. Seltsame Schlucht hier irgendwie. 30 seconds. It is your primary directive to swim closer to that view to full bridge. Oh, das war ja mies. Ach krass. Zum einen die Warnung ist neu. Den Sound und alles. Für den Sauerstoff. Und jetzt war gleichzeitig war da unten noch so ein Mesmerfisch, der uns angezogen hat. Also ich hatte Schwierigkeiten von dem wegzuschwimmen. Sehr cool. Natürlich war er sehr passend, weil mir gerade der Sauerstoff ausgegangen ist. Da hat das natürlich sehr gut zusammengepasst. Kann ich den eigentlich auch mitnehmen? Nee, ich kann ihn nur scannen. So ein Aquarium, so ein Mesmer würde sich nämlich bestimmt auch ganz schön machen. Komm, lass dich scannen. Okay. Inventar voll. Da geht's in eine nette Höhle rein. Stielauge! Was guckst du so? Und Sandstein mit... ich habe tatsächlich mein Silbererz gefunden. Schön, vielleicht sollte ich... ich glaube, ich mag hier nochmal hin. Das heißt, ich brauche doch nochmal das Signal. Dass wir hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Und vielleicht mal so ein ganz bisschen in diese Höhle tauchen. Hier ist außerdem noch sehr viel Titan. Was, wieso bin ich jetzt so langsam? Bin ich langsamer jetzt, wenn mir Sauerstoff ausgeht? Oh, das nur, weil ich eben die ganze Zeit den Seegleiter benutzt habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, es lag am Seegleiter. Ich hoffe, es gibt irgendwann auch sowas wie Inventarerweiterung. Ich brauche mehr Platz. Gerade weil die Titanteile, die Schrottteile so groß sind. Und wenn man dann noch eine Sauerstoffflasche mehr hat oder so, und schon hat man keinen Platz mehr. Deswegen habe ich momentan halt auch nicht mehr Sauerstoff, weil es einfach zu viel Platz verschwendet. Ich würde halt lieber den Sauerstoff updaten. Upgraden eigentlich, in dem Fall. Verbessern, sodass er mehr gibt.
Welcome aboard, Captain. Okay, ich glaube, ich hatte noch eine leere Batterie. Hier. So, ich will gerade sofort weiterspielen. Das mache ich auch. Ich mache noch eine weitere Aufnahme, aber die Folge sollte ich an der Stelle mal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.